So, schönen guten Morgen zu einer neuen Handelswoche. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Das Wetter, naja, es ist jetzt herbstlich geworden, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber dafür klappt es ja weiterhin an den Börsen. Kurzer Rückblick an das, was an der Wall Street passiert ist, und Sie sehen es: grün, 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 grün. Das heißt, S&P 500, Dow Jones und Nasdaq haben alle weiter gewonnen, alle auf Rekordhoch geschlossen, und vor allen Dingen der Dow Jones mit einem Zugewinn von 0,7%, 165 Punkte. Das war natürlich schon ein ordentliches Wort, hatte auch mit dem Kursanstieg von General Electric zu tun, aber dazu kommen wir später. Wie sieht es am Morgen aus? In Japan hat Abe die Wahl gewonnen, das heißt, es geht weiter mit einem sehr wirtschaftsfreundlichen Kurs. Daraufhin ist der Dollar gegenüber dem Yen gestiegen und Japan notiert deutlich im Plus. Das könnte nachher wichtig werden für die Vorgaben für den DAX. Wir liegen momentan 1,1%, etwa 240 Punkte im Plus. Jetzt schauen wir zu GE. Ich habe es gerade gesagt, mag man vielleicht nicht glauben, dass die Aktie sich gut entwickelt hat. Aber was wir natürlich nicht sehen hier, ist, dass wir im Tagesverlauf bzw. vorbörslich doch deutlich im Minus waren. Dann haben sich die Anleger irgendwie eines Besseren belehren lassen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe gesagt, also wenn eine Aktie so lange nach unten kommt, und jetzt müsste mittlerweile wirklich alles da im Kurs auch langsam drin sein, die ganzen schlechten Erwartungen. Es war wirklich kein gutes Quartal, was gemeldet wurde. Deutlich die Gewinnerwartungen verfehlt und natürlich auch den Ausblick zurückgenommen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Anleger einfach sagen, okay, jetzt ist einfach mal genug. Vor allen Dingen, es ist ja trotzdem ein Qualitätsunternehmen. Sollte man also mal besser jetzt im Auge behalten. Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Zumindest mal für eine technische Reaktion auch. Die Aktie hat sich relativ weit von ihrem langfristigen Trend entfernt, selbst im Dollarchart, und könnte jetzt zunächst einmal technisch dagegen reagieren. Also bleibt interessant bei GE, werden wir auch noch ein paar Mal mitbringen. Dann natürlich der Bitcoin, 6.100 $. Also die Spekulation geht weiter. Für alle, die, ja, da weiß man ja gar nicht, wo man den Leuten, ja, wo man die Leute beglückwünschen will, wo sie eingestiegen sind. Juli 2017 waren wir bei, naja, 2.500 $, jetzt sind wir bei 6,1. Also ein schöner, deutlicher Verdoppler, natürlich unter entsprechend hohen Schwankungen. Und Sie wissen ja, es gibt entweder nur Leute, die sagen, Mensch, das wird ein Riesending und irgendwann wird der Bitcoin vielleicht sogar mal 50.000 oder 100.000 oder $500.000 wert sein. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das ist ganz einfach nur eine Luftnummer. Wie immer in einer Spekulationswelle die große Euphorie, jeder sieht noch höhere Kursziele und letztendlich wird sich der Bitcoin als Parallelwährung eben nicht durchsetzen. Werden wir weiter im Auge behalten. Sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Kudian, ja, das ist ein chinesisches Fintech-Unternehmen. Und wenn Sie sich den Chart anschauen, gut, da gibt es noch nicht allzu viel zu sehen. Die ist erst seit einigen Tagen an der Börse gelistet und das sehen Sie. Und auf jeden Fall, was Sie hier auch sehen, die Aktie hat rund 100% gemacht seit dem IPO, also mit dem Platzierungspreis. Und das ist momentan einer der Megatrends, die in China gespielt werden: Microlending. Da geht es darum, entweder dass sich die Leute gegenseitig über die Plattform Geld leihen, oder wie jetzt JD.com, die gesagt haben, wir werden eine, ja, Kreditfazilität schaffen für kleinere und mittelgroße Unternehmen. Denn es funktioniert eben in China anders als in Deutschland. Da geht man ja bekanntlich zu seiner Hausbank, oder früher war das so, man ist zu seiner Hausbank gegangen. Das funktioniert in China jetzt nicht ganz so leicht, weil die Banken etwas restriktiver sind, wenn es um Konsumentenkredite oder nicht besicherte Kredite geht. Wie gesagt, hier wird die Lücke geschlossen von Unternehmen wie Quidian, oder habe ich das richtig? Ja, Quidian oder jetzt JD.com. Die wird einfach geschlossen, die Lücke. Und das schafft natürlich einen interessanten Markt mit sehr interessanten Gewinnaussichten, denn die Zinsen sind natürlich entsprechend hoch. Sollten Sie also mal durchaus auf die Beobachtungsliste packen. Damit kommen wir zum DAX, der eine, ja, doch ansehnliche Woche hinter sich hat. 13.094 Zähler steht momentan das Rekordhoch. Wir haben natürlich jetzt Quartalszahlen, die bevorstehen, nicht nur an der Wall Street, natürlich auch in Deutschland. SAP ist jetzt nicht ganz so gut angekommen, aber wie gesagt, die Quartalssaison hat ja jetzt erst eben begonnen, und mit den positiven Impulsen von der Wall Street und jetzt auch aus Asien könnte es vielleicht hier mal etwas kräftiger nach oben gehen. Weniger für Evotec, die heute Morgen schon wieder in der Indikation schwächer sind. Da hat ja ein Shortseller seine Position erhöht.
und ist ganz offensichtlich der Meinung, dass der Aktienkurs jetzt der fundamentalen Bewertung vorausgeeilt ist, zu weit vorausgeeilt ist. Und das scheint so momentan ein bisschen jetzt auf den Kurs zu drücken. Also die Nachricht, dass der Shortseller, wie gesagt, seine Position angehoben hat. Hier haben wir auch nochmal den SAP-Chart und zwar den kurzfristigen. Und da sehen Sie, es war natürlich schon so mit den Quartalszahlen, die ja nicht ganz so gut ausgefallen sind, gab es erstmal einen Dämpfer. Aber Sie sehen auch momentan die Verfassung des Marktes, die Verfassung der Marktteilnehmer, die Einstellung. Es wird praktisch jeder Rücksetzer dann doch irgendwie wieder zum Kauf genutzt. Und jetzt schauen wir mal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Klar, die da auf mich wartet, um uns bereits jetzt mal einen ersten Ausblick zu geben, wie es heute Morgen laufen könnte. Ja, Martin, du hast ja gerade schon gesagt, dass die Vorgaben eigentlich durchgehend positiv gestimmt sind. Und das könnte natürlich dem DAX zu Aufwind verhelfen. Aber die ersten Berechnungen ergeben, dass der Deutsche Leitindex hauchdünn unter der Marke von 13.000 Punkten in diesen Montag und damit in diese neue Handelswoche starten wird. Die Anleger halten sich etwas zurück. Das haben sie auch am Freitag schon getan. Man schaut erst mal, du hast es schon erwähnt, die Quartalsberichtssaison kommt ja erst tatsächlich ins Laufen in dieser Woche. 7 DAX-Unternehmen werden die Zahlen vorlegen. BASF, Bayer, die Deutsche Lufthansa, die Deutsche Börse, die Deutsche Bank. Volkswagen ist auch noch mit dabei und dazu kommt natürlich auch noch die große EZB-Zinssitzung. Da schaut man natürlich auch ganz genau hin, ob es möglicherweise Hinweise gibt zum Anleihekaufprogramm. Also man hält ein bisschen das Pulver im Trockenen, bevor man dann nicht mehr Fakten hat. Okay, und damit vielen Dank nach Frankfurt für diese kurze Einschätzung. Hinzu kommt, darf man natürlich auch nicht vergessen, Katalonien, die Krise scheint sich weiter zuzuspitzen. Jetzt hat ja Madrid, mittlerweile in Barcelona, damit gedroht, wenn Puigdemont die Unabhängigkeit ausrufen sollte, dann wäre der, dann müsste er praktisch oder dann würde er praktisch sofort inhaftiert werden. Also auch hier stehen die Zeichen auf Eskalation, könnte vielleicht die Anleger ebenfalls auch ein wenig mit dazu veranlassen, dass man ruhig bleibt und dass man ein bisschen an der Seitenlinie abwartet. Aber das wird sich im Wochenverlauf sicherlich alles klären. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wir sehen uns um 14:40 Uhr mit der US-Vorbörse. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.